Rücken. Vor allem ist mein Rücken. Was soll ich jetzt machen? Oh, alaikum salam, Sam. Geht's euch gut? Salam, Sam, Abi. Alaikum salam, Rabir. Salam alaikum, Rabir. Alaikum salam, Sam. Sam, ich hab Neuigkeiten. Ich hab Neuigkeiten. Ich hab gute Brüder von Hannover, ja? Die haben mir Bescheid, die haben mich heute angerufen. Die meinten mir, dass die Barello sehr oft dort in der Nordstadt rein, also gesehen, wie er immer zu der Polizeiwache reingeht und längere Stunden drinnen bleibt und das sehr oft, also öfters als einmal oder zweimal. Aber so locker 3 bis 4 Mal in der Woche. Aber was suchen deine Freunde diese Wissex da? Das sind da aus seiner Gegend, die sehen alles dort, was ist. Sie sehen, wie du reingehst und wie du rausgehst. Das heißt, du bist hundertprozentig ein 31er, du arbeitest für die Bullen einfach. Was sagst du dazu, wenn er das sagt? Was? Es ist die Wahrheit, Sam. Ich sage dir, meine Freunde haben ihn gesehen. Sam Abi. Ja, was sagst du dazu, zu dem, was du da sagst, der Miki? Er ist gekränkt. Ja, aber der behauptet doch, der unterstellt dir doch was, Barrett. Und Stellung, was sagst du dazu? Der ist doch gerade hier live. Weißt du, wie schlimm das ist? Was soll ich dazu sagen? Ja, wer nimmt ihn ernst? Ja, Junge, ein Neffe von Arafat Abu Chaka hat ihn nicht ernst genommen. Guck mal, wie er ablenkt, schon wieder. Guck mal, wie er wieder ablenkt. Sam, hat Barello deine Nummer? Oder andersrum? Ja, wa? Er hat meine Nummer, Barello, ja. Ja, dann viel Spaß. Bitte Nummer wechseln, bitte. Karte raus. Meine Nummer bitte, auf jeden Fall. Ist Karte weg. Ich mach ja, also ich brauche nichts zu wechseln. Bei mir, ich brauche gar nichts zu wechseln. Aber wir sind doch Freunde, habe ich gedacht. Verrat mich nicht. Allah, hat er schon, hat er schon. Bruder, an mich Stecker verkauft dich für 70 Cent, Bruder. Direkt. Ah, rennt auf. Voller ist rein. Hat er schon. 65 Cent, Bruder. Wie kann man das gut machen zwischen euch zwei? Dankeschön fürs Folgen. Arafat hat alles für ihn gemacht, ja? Arafat hat alles für ihn gemacht und trotzdem hat er ihn verraten. Eigentlich sind das Almani-Verhalten undankbar. Das sind die schlimmsten. Warte, stopp. Undankbarkeit ist so hässlich. Wie kann man machen, dass du, Miki, nicht, lass mal die anderen Leute in Ruhe. Das ist wieder zwischen euch. Ja. Nein, das ist ein Verrat. Das zeigt mir, dass er für die arbeitet schon wieder. Das bewahrheitet sich immer mehr. Kann ich reden, Abi? Sam, oder was meinst du jetzt? Ich sage, was zwischen dir, Miki und Barrero? Wie kann man das wieder, dass es wieder in Ordnung wird zwischen euch? Wie denn, Alter? Das ist ein Darat 007. Wie soll das wieder in Ordnung gehen? Der hält sein Wort willst immer nur für 3 Minuten, Bruder. Hat doch keinen Sinn. Das ist doch nicht unser Alter, Bruder. Ich küsse dein Herz. Was willst du da gut machen? Wir verzeihen ihn sowieso. Er ist nicht unser Alter, Bruder. So. Sam Abi, kann ich reden? Rede raus. Natürlich kannst du reden. Du brauchst nicht meine Erlaubnis. Also, Miki. Aber. Miki ist gekränkt. Weil dann. Ich bin nicht gekränkt. Wallah, ich bin von gekränkt. Wallah, ich bin nicht gekränkt. Hat ihn gehauen, er ist K.O. gegangen. Gar nicht. Und während er lag, Arafat hat einen Satz gesagt. Bruder. Das hast du davon, wenn du dich mit Abu Chakas anlegst. Wallah, Billah, was für eine Erfindung. Wallah, wenn ich noch K.O. gehe. Wallah, ich bin K.O. gegangen nach deiner Meinung. Guck mal, ich hab. Adak noch das. Allah, ja, Salam. Guck mal, das meine ich. Ich schwör bei Allah. Allah soll dich nehmen, Bruder, und dich erlösen und deine Mutter befreien von so einem Bella-Kind. Sag ich ehrlich, offen und ehrlich. Nein, sag mal nicht. Nein, Wallah, nein. Seine arme Mutter tut mir richtig leid. Wallah. Sowas, er schwört auf Allah jede zweite Wort und lügt. Okay, schwör diesen Satz nicht gesagt, also das. Es gab's nicht mal diese Situation überhaupt. Okay, warum schreib mir dein bester Freund Tunjay, zeig mal dieses. Zeig mal, Dingsa. Das ist doch eine Frage gewesen, du Idiot. Das ist doch eine Frage. Es ist eine andere Frage. Wer labert so eine Scheiße? Das ist eine andere Frage. Von wo hast du diese Geschichte? Und von wer dir das erzählt? Nein, weil ich hab dich doch gefragt. Wer hat dir das erzählt? Hast du nicht gesagt? Warte, Darrat, warte. Hast du nicht zu mir gesagt? Ja, Sir hat dir gesagt. Junge, spielt ja oder nein? Spielt keine Rolle, wer mir hast du, Darrat sagt die Wahrheit, Darrat 007 sagt die Wahrheit. Hast du nicht gesagt, Yasser hat dir gesagt, ja oder nein? Ist doch jetzt, Bruder. Lüg nicht. Der Nasser Abu Chaka hat dich gehauen, K.O., Wallah. Sag doch einfach, ja oder nein, Darrat. Ricardo, Miguel. Und nachdem du mir das gesagt hast, kam Yasser rein und hat mit mir im Live geredet. Guck mal, Tunjay.
Guck mal, was er sagt. Kann das ich, spielt keine Rolle, was er schreibt. Kann ich bitte die Beweise haben, dann kriegst du auch Beweise, wie es passiert, was in Wirklichkeit passiert ist. Also entspricht die Wahrheit. Wenn ich ihm Beweise zeige, zeigt er mir auch Beweise, was in Wirklichkeit passiert. Miki, du kannst das nicht... Du darfst das nicht verleugnen, Alter. Du sag einfach, ja, es entspricht die Wahrheit und fertig, Wallah. Es entspricht aber nicht die Wahrheit. Und das ist Fakt. Also lüg dein bester Freund, Tunjay. Nein, du bist ein Lügner. Junge. Er wollte sehen, was die Leute dir schreiben. Das wollte er sehen, wer dir was schreibt. Damit wir mit diesen Leuten dann miteinander reden können. Wer das erfindet. Und du hast gesagt, Yasser hat das dir gesagt. Und Salam alaikum, Salam Abi, wie geht's? Ich bin beim Sport. Ey, ich hab dich angerufen, aber gerade bin ich live, Salam Abi. Ich ruf dich später an, okay? Okay. Schöne Grüße aus Berlin, sag mal. Salam. Damiano! Ich küsse euer Herz. Mein Schwanz! Aber guck mal, Sam. Sam, als ich gesagt habe, er ist zur Polizei in Erlangen rausgegangen und du ihn gefragt hast, er hat nicht verneint. Er hat nicht verneint. Ja. Ach. Leute, mein letztes Bild auf Insta, seht ihr meinen Rücken. Wallah, wallah. Aber Miki, wallah, egal, Bilal, ja. Ich schwöre, egal. Wallah, ich finde nichts. Okay, du hast Kassier von ihm. Wallah, es kann ihnen passieren. Wallah, ich könnte da sein, er könnte mir geben, ich würde fallen. Wallah, hä, ist doch was Normales. Wallah, ist was Normales. Aber weißt du, was nicht normal ist? Ich finde diesen Satz, was er gesagt hat, das hast du davon, wenn du dich mit Dings anlegst. Das finde ich nicht normal. Ja, wer erzählt dir denn sowas? Dann sag doch, wenn du jetzt ein Mann bist, wer dir sowas erzählt mit Beweise. Zeig mir auf dein Telefon, so wie du gerade bei Tunjay gezeigt hast. Ich darf nicht sagen, von wem. Ich darf nicht sagen, von wem. Aber ach es so. Ist eine Quelle, wallah. Ich weiß, warum du es nicht darfst. Ich weiß, warum du es nicht darfst. Weil das der LKA, der MEK oder wer auch immer da sitzt und die diese Information weiterleitet und sagt, macht genau das. Deswegen darfst du nicht sagen. Du bist ein Vormann. Junge, du bist ein Vormann. Die Flagge vereint alle Muslime auf diese Welt, Habibi. Das hat nichts mit Rassismus zu tun. Ihr habt keine Ahnung. Das hat Sultan Abdulhamid entworfen. Für alle Osmanische Reich, für alle Muslime auf diese Welt. Ihr habt keine Ahnung. Alle gleichzeitig. Nein, Leute, es gibt nichts, was ich aus Wut auspacken könnte oder würde. Ich würde doch darüber ein Statement geben. Ich würde doch darüber reden. Aber das ist doch nicht so, was Barello erzählt. Ich bin nicht wütend, ja. Ich bin nur, ich habe ihn ertappt. Ich sag doch, er sagt, ich darf nicht. Er sagt, er darf nicht. Warum darfst du nicht? Du hast doch gegen jeden geschossen. Du hast gegen jeden geredet. Wie kannst du jetzt sagen, du darfst nicht sagen? Weil er ein Bruder von mir ist. Dacht, du hast einen Bruder, den du dann verratest, meinst du? Hey. Bruder, wir Muslime lieben alle, du egal. Du verrätst immer deine Brüder. Alle Muslime liebe ich, Bruder. Alle sind auf meinem Kopf. Kurden, hey. Egal. Tschetschenen, Dagestaner, egal was. Der Bruder schickt uns weg. Amen, danke, Toni, danke. So waren wir aus. Ja, Barello ist ein Lügner schon immer, von Tag 1, Leute. Alle waren zusammen, Bruder. Wir haben ganze Welt regiert, 600 Jahre. Danach gab es ein paar Leute, die haben Fitna gemacht. So, Kakerlaken wegen Geld. Versteht ihr? Sonst, Alhamdulillah, wir sind stabil alle. Und diese Zeit wird zurückkommen. Nabil hat gar nichts damit zu tun, Leute. Glaub mir, Nabil hat gar nichts damit zu tun. Nix, nix. Ja. Sam Abi, kannst du mir einen Kampf klären zwischen Rabi und mir auf Straße? Ja, du bist doch kein Gegner. Ich küsse dein Herz, Dicker. Ja. Klar. Sag ihn doch, er ist doch da. Nein, nein, ja, Nabil hat nichts damit zu tun. Wir alle Muslime und deine Flagge vereinen, Leute. Auf Recht. Ohne diese Gegner. Letztendlich ist Nabil auch nur einer wie wir, der auf so einen Menschen reinfällt. Der V-Mann ist. Wallah, ich wollte mit dir immer befreundet sein, ja? Ich habe immer gesagt, Miki auf die Eins, aber Miki, dieser Satz hat mich verletzt, was du bekommen hast am Ende. Team, danke. Oh, Beat, ein Habibi. Klara, danke. Habibi. Klara, danke, Jonas, danke, danke, Nien. Für mich nicht. Egal, Leute, ich mache jetzt hier meine letzte Runde mit Barello. Und dann ist Barello Geschichte. Ab dann ist für mich Barello gestorben. Weil ja, er ist ein Zinker und ich möchte mit Zinker nicht live gehen. Nie wieder erwähnst du, nie wieder wir erwähnen. Beda geht seinen Weg, fertig. Doch.